Ich hab ne große in der Lobby. Ja, hallo und wieder zurück. Ich hab ne neue Waffe gefunden, aber halt eben nur in der Lobby. Rosa. Mit Z. Hab ich noch gar nicht gehört, weiß gar nicht, was das ist. So, machen wir wieder wie immer. 1, 2, 3, 4, 5. 5,5, 6, 7, 9, 9,5, 11, 12, 0. Und genau so fliegen wir. Ach, nicht schon wieder die Wasserstadt. Und da ist da. Oh, da ist doch nichts, oder? Da hinten. Da hinten sind Häuser. Kleine Häuschen. Die nehmen wir. Oder wir nehmen diese Häuser. Die sind größer. Und da fliegen auch Leute hin. Dann nehmen wir die nicht. Dann nehmen wir diese hier. Wenn das nicht. Sind das? Da ist eine, oh, da ist eine Straße. Da ist eine Straße dabei. Und ich hoffe einfach mal, das ist nicht. Das ist nicht die Scheunen. Das sind die Scheunen. So, okay. Was wir jetzt noch nicht wissen, ist, dass wir verloren haben. Weil in den Scheunen ist nichts. Da ist nie was. Nicht mal. Ne? Und da ist schon offen. Achso, ne. Ah, ja. Und so. Da ist auch schon offen. Und da ist, ja, genau, eine Weste. Und ein Verband. Und Zubehör zu Waffen. Genau, wir können uns verbinden ohne Ende. Vielleicht können wir uns so schnell verbinden, dass es niemand schafft, uns zu töten. Weil wir uns so schnell verbinden können, dass es also völlig aussichtslos ist, uns zu töten. Mhm. Wie, das ist Blödsinn? Klar ist das Blödsinn, das weiß ich. Ich habe 9mm Patronen. Und ich habe eine AKM mit Munition. Und das halt eben hier in diesem Ding. Und nichts ist. Und da ist auch ein M irgendwas. Und ja, das ist aber für mich nicht so gut. So. Wow, das hätte ich jetzt nicht vermutet. Ich lade es mal, weil es ist immer total gut, dass du, wenn du da auch... Ne? Können wir beides nehmen? Ach, es geht beides. Dann nehmen wir beides. Nein, kein schmutziges Tanktop. Auch. Oh. Ja, ja, ja. So, ich weiß jetzt nicht, was ich habe. Das ist mir auch egal. Ich habe diese andere Waffe. Mit sehr viel Munition. Die kann man auch auf Feuerstoß stellen. Okay, dann ist die vielleicht gar nicht mal so schlecht. Und wir gucken mal, ist hier. Ja, super. Jetzt haben wir ein kleines Problem. Es ist eine tolle Location, um zu campen. Und wenn wir rausgehen, sind wir tot. Nicht wirklich, aber... vielleicht. Wir haben noch nicht richtig viel. Und hier ist außer... der Scheune nichts Großartiges. Hier war auch niemand. Mir relativ sicher. So. Runde 2 hat begonnen. Was machen wir? Mhm. Wir rennen einfach geradeaus. Warte, nochmal. Ah ne, da sind wir. Hm. Ach, wir schauen einfach mal. So, bam, 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 bam. Wir gehen jetzt mal auf Jagd. Komm. Wir gehen auf Jagd. Wir suchen uns Leute zum Töten. Wir müssen doch mal aktiv spielen. Wir müssen doch mal den Jungs zeigen. Hey, hier ist der Milky. Und der Milky, der hat ganz oft Pech und der spielt auch nicht sehr gut, aber der hat diesmal Glück und trifft dann auch mal das blinde Huhn. Das noch dazu einen Korn getrunken hat. So, was machen wir jetzt?
Nee, ich glaube, das ist das, wo wir jetzt. Ja, genau. Oder wir lassen uns töten. Wo ist er? Da ist er. Das ist natürlich Quatsch. Das war jetzt einfach für den Arsch. Aber wir haben es mit guter Laune gemacht und haben gedacht, wir gehen mal aktiv raus und der erste Beste, der irgendwo im Feld steht, der macht uns weg, weil er vielleicht ein Zielfreien-Roll hat. Mhm. Ich aber, wie gesagt, bin Skopophob. Und habe dafür, wie viele Punkte gekriegt? Ich habe es nicht gesehen, aber es reicht wahrscheinlich wieder nicht. Nein, es ist weit davon entfernt. Aber heute kriegen wir diese andere Kiste auch noch. Ich habe eben schon eine Kiste aufgemacht und habe eine gefütterte Jacke bekommen. Das ist doch schön. Eine gefütterte Jacke, das war ja sonst immer total mein... Ne? Die könnte ich jetzt auch gleich anziehen. Aber, ach, ne? Stimmt, die könnte ich anziehen. Aber ich glaube, ich bleibe bei meinen Twitch-Zeugs. Weil da will ich ja auch hin. Wow, was ist denn das für ein Schneckchen mit Seiten irgendwas? Ist aber auch schon wieder weg, oder? Ist er das da? Ne, der hat nur... So, das sah nur aus, weil... Aber ich, ach genau, ich wollte mir diese Waffe nochmal holen. Die liegt ja da hinten auf der Kiste, auf der... Ach so, aber da, die hat schon jemand. Da ist diese... Rosa. Aha. Wisst ihr mal, hier habe ich noch nie geguckt. Ja, zack, laden. Jetzt... Die hat auch Auto. Aha. Das wusste ich ja gar nicht, dass sie das kann. Wenn ich mal eine Pistole habe mit so richtig viel. Was ist denn das für eine Pistole? Die P18C. Die ist automatisch. Ich feiere das. Ein bisschen. Nee, Quatsch. Eigentlich macht es mich schon ein bisschen sauer, dass ich da wirklich nichts gerissen kriege und scheinbar sogar schlechter werde. Und heute bin ich weder müde noch schlecht gelaunt. Ja. Aber irgendwie komme ich bei diesem Spiel nicht weiter. Bei dem anderen wäre ich jetzt toll weitergekommen, aber... Wow, war schaubar eine gute Idee hier abzuspringen. Ach, weißt du was? Ich habe eine Idee. Wir nehmen hier gleich unten die Häuser. Und kämpfen uns dann zu unserer Lieblingslocation durch. Oder, nee, diese Stadt, da war ich auch noch nicht. Oh, vielleicht wird es was. So. Jetzt Circling Overland. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist ein relativ süßes Stück von Front 242. Und ich habe es gerade auch nicht im Kopf. Aber mir gefällt der Titel so gut und vor allen Dingen passt er jetzt gerade. Und wir haben auch schon einen Gegner, den wir jetzt wahrscheinlich gleich mit Dingens töten müssen. Oder wir versuchen hier reinzukommen, bevor der kommt. Das geht am besten, indem wir nicht gehen, sondern laufen. So. Und haben dann eine Weste. Und eine Machete. Ach Mann. Mann, wieso hat der jetzt schon sowas zum Ballern und ich habe nur eine Machete? Aber ich habe ihm 6 Trefferpunkte gemacht. Ich habe ihn angeritzt. Der ist jetzt nicht mehr fit und ich war der Dritte, der gestorben ist. Ich weiß nicht, wohin mit meiner Energie, aber ich scheine sie nicht umzusetzen, um in dem Spiel gut zu spielen. Aber ich habe die 1400 oder bin ich einen Punkt dran vorbei? Ich hab's. So, dann gibt's jetzt erstmal eine Kiste. Gibt eine Kiste. So, hab ich. Charakter. Was ist in der Kiste? Na? Aha. Oh, Sonnengläser, ja. Na? Eine Sonnenbrille. So. 150 ist die wert und die ist 100 wert. Das scheint doch gar nicht mal so schlecht zu sein. Ich denke, dass die hier 30 wert sind. Schauen wir doch nachher mal am Twitch-Markt, weil ich brauche Steam-Markt, weil ich brauche das Zeugs eigentlich nicht. Hatte die es an? Nein. Ich dachte schon. Alter Schwede.
kann gar nicht mal behaupten, dass ich so richtig überhaupt nicht deprimiert bin. Achso, Moment, wo sind die? Wo sind die? Wo sind die? Ich will euch diese Waffe zeigen. Aber ich finde... Ah, da. Ich finde die Bänke nicht. Ich finde die Bänke. Ich finde die Bänke. Ich finde die Bänke. Ich finde die Bänke. Da auf den Bänken ist diese tolle Waffe. Da ist sie. Ne, das ist sie nicht. Das ist sie auch nicht. Das ist sie. Das ist sie. Ja. Die. Habt ihr die schon mal gesehen? Bam. Hier. Das muss man laden, ne? So. Das sieht echt aus, als könnte die richtig was. Und ich ziele damit nicht schlecht. Na gut, auch nicht gut. Ah, jawohl. So, genug. Hier, da ist sie. Großer. Ah, wurde ich immer genannt. Ich bin 1,75 Meter groß. Ja, jetzt hört man auf zu weinen, das ist doch saulaut. Ich bin 1,75 Meter groß, also nicht sehr. Aber irgendwie hat sich es bei vielen eingebürgert, mich großer zu nennen. Vielleicht wegen dem Alter. Dann passt die Waffe ja zu mir. Ich habe die noch nie gefunden. Ich glaube, die ist auch immer nur so in solchen Airdrops drin. Ich würde mich total freuen, wenn das die letzte Runde für heute wäre. Weil dann würde die 19 Minuten dauern und wäre gut. Und ich wäre gut, sehr gut. Eine sehr gute Runde. Das ist was, was ich einfach nur haben möchte. So, das machen wir. Jawohl. So. Jetzt machen wir das. Ich will mal aggressiv spielen. Komm. Ich will aggressiv spielen. Ja, da was holen und dann warten, bis die Jungs aus den großen Häusern kommen. Ja, wird nicht klappen, weil ich sehe gerade... Ja, ne? So. Und das sind noch dazu. Jawohl. Nee, alles klar. Wir spielen aggressiv. Wer stirbt zuerst? Und ich glaube, ich gewinne. Ich renne jetzt einfach. Ich bin verkehrt. Da hinten sind sie alle. Und ich hau einfach ab. Ich renne einfach. Einfach weg. Machen wir eine lange Runde. Rennen wir da unten, da hinten, zu diesen... Das ist, glaube ich, schon wieder meine Lieblingsscheune, wo nie was drin ist, außer beim letzten Mal. Und das hat mir auch gewaltig Glück gebracht. Wenn ich nicht von hinten erschossen werde, kurz bevor ich dort ankommen kann. So, vielleicht ist da jetzt jemand, der das mit dem Tür zu machen wirklich beherzigt. Oder von der anderen Seite kam. Also, ich nehme jetzt alles zurück. Da ist immer was. Nee. Burst. Super. So. Wo ist er? Das gehört. Taktisches Lager für die Vektor. Achso, das ist ein Schuss auf Inferno, oder? So, wenn sich da jemand von mir versteckt hat, dann habe ich ein bisschen Pech. Gebannt, und was ist das? Wangenpolster, das kann ich brauchen. So, dann schauen wir doch ganz schnell mal. Okay, das dachte ich mir fast. Ich habe eine Wumme, eine gute Wumme, glaube ich, mit der ich schon mal sehr schnell gestorben bin. Wir gehen auf Single Shot, damit wir cool bleiben können. So, ich sehe gerade, meine gute Freundin Andrea spielt gerade. Leider habe ich aber nicht wirklich Zeit, hiernach noch eine größere Runde zu spielen. Hier müsste noch was sein. Was ist denn da? Na? Ah, das ist das. Ich glaube, das ist doch... Sag mal... Hat hier jemand Murmeltiere zu verkaufen? Wäre toll, wenn sie sprechen könnten und jeden Tag also Hallo sagen könnten oder ähnliche Begrüßungsformeln.
Täglich, ja. Und mir das Wetter sagen. Den Film habt ihr alle gesehen, oder? Täglich grüßt das Murmeltier. Also, die Strecke hier, genau mit dieser Waffe, das habe ich doch alles schon mal irgendwann gesehen. Egal. Wir spielen furchtlos und brutal und immer drauf zu. Hier ist das Übliche. Da oben ist der Onkel, den ich jetzt wegschieße. Der Onkel, den ich jetzt wegschieße, der ist hier. Ich wäre fast wegen meinem... Genau. Nee, das wollte ich nicht. Das wollte ich. Das kann ich sehr schnell nachladen. Mit was? Naja, mit der Munition, die ich nicht habe. Deswegen bin ich auch auf Einzelfeuer. Jetzt hoffen wir doch einfach mal, dass da keiner, ich mach die Tür zu, drin ist. Sondern einfach noch keiner war. Die wollten ja alle, wir sind ganz in der Nähe von Schule und Co. Dass da irgendjemand wirklich dachte, ja, vertikaler Handgriff, Endgranate, Rucksack, Verband. Ja, die brauche ich wirklich nicht. Taktisches Lager, guter Helm, dickerer Rucksack. Nein. Eine Armbrust. Ich habe es noch nie probiert, aber ich will es auch nicht. Ich will keine Armbrust. Ich will den Verband. So. Sag mal, also heilen kann ich mich, austeilen kann ich. Gut aus. Jetzt gehen wir noch irgendwo da hoch. Mal schnell raus. Jawohl. Hier ist nichts, aber wir gehen mal hoch. Vielleicht ist da ja auch schon niemand. Oh. Ist das besser? Es hat mehr Munition. Es geht vor allen Dingen zusätzlich. Oh, es ist die gleiche Munition. So. Ich glaube, das mag ich. Nee, ich glaube, das mag ich wirklich. Wenn jetzt noch was zum Zielen da wäre. Nee, oder? Rote? Aber ohne Munition. Das heißt, wir legen die wieder weg. Wir legen die wieder weg. Und nehmen uns dann doch wieder die da. Mit genügend Munition, die brauchen wir nicht, aber die wechseln zu. Welche lege ich denn dann weg? Die, das ist schlecht. Nee, das machen wir nicht. Gut. Schrotflinte. Aber das nimmt wieder die weg. Ne, ich will jetzt keine Schrotflinte. Noch keine. Leute, jetzt wollt ihr mich doch verarschen, oder? So, gucken wir doch mal. Okay, wir sind dermaßen ausgestattet. Rein waffentechnisch kann mir nichts mehr passieren. Und die Zone ist auch hier. Okay. Die macht Auto. Die andere macht First oder Single. Nehmen wir doch die. Nein.
Uiuiuiui. Das schießt mich einer durchs Fenster ab, oder? Sind auch sonst recht gut ausgerüstet und hier scheint auch niemand zu sein. Na, so sehe ich nichts. Das ist schlecht. Sag mal, Leute, was ist denn das für ein Eldorado? Ja. Und den Vierfachsucher. Wohin tun wir den? Der kann, glaube ich, auf alles. Und ich kann damit nicht umgehen. Dann nehmen wir auf die Zwotwaffe. Oder? Nein. Genau, auf die Zwotwaffe. Und die? Die macht jetzt Feuerstoß. Und die andere ist Single und die ist zum Snipern. Den Snipern versuchen wir dann mal. So. Was macht? Grandios. Das ist grandios. Ein Wunsch geht eventuell. Erfüllung. Das ist die hier. So. Die kann Auto. Die macht Single. Welches mehr Schaden macht, weiß ich nicht. Da kenne ich mich nicht genug aus, aber die hat, ne, die haben verschiedene Munitionstypen. Da war ich drin. So, Leute, jetzt. Jagen. Wo ist da nichts? Da müsste doch was anderes aus. Da war ich. Oh. Da ist was. Bleibt er stehen? Der bleibt nicht stehen. Wow. Komm, spring rein! Rein! So. Das erste Mal, dass ich sowas überlebt habe. Ich mache hier zu. Dann bin ich mal gespannt. Das muss jetzt funktionieren. Da ist kein Fenster, nichts. Bin ich ja mal gespannt. Können wir irgendwas benutzen? Schmerzmittel? Das kann nicht sein. Das ist nicht wahr. Leute, ich verstehe das nicht. Was ist das für jemand? Was ist das für ein Spieler, der sowas kann und ich kann es nie? Ich meine, er wusste, dass ich da drin bin, klar, aber ich wusste, dass er reinkommt. Ja gut, aber er war halt nicht zu sehen. Ich war zu uncool. Ficken. Entschuldigung, das habe ich jetzt gesagt. So. Ich verstehe es nicht. So. Wir haben noch 6 Minuten Zeit. Das reicht niemals für eine Runde, außer wir spielen Kamikaze und das machen wir jetzt. Wir spielen Kamikaze. Ich hau einfach mal hier, zack. Vielleicht hilft das ja, um cool zu bleiben. Eine Runde ohne Ziel. Weißt du, ich finde das Eldorado und ich kann es einfach. Das nervt. Und ich weiß auch nicht genau, was dazu führt. Werde ich alt? Werde ich langsam? Oder war ich es schon immer? Aber ich habe doch schon besser gespielt und ihr wart Zeuge als das, oder? Oder mache ich immer das Gleiche und komme nicht voran? Wenn es euch auffällt, einfällt, wenn ihr irgendwie seht, ja, der macht doch immer, ja, und das ist ja das Schlechte, dann sagt's mir. Okay. An meinem Rechner.
Ist es einfach an mir? Mache ich irgendwelche grundlegenden Fehler immer? Ich habe ja auch so viele Folgen gesehen, ne? So, ich brauche jetzt mal die ganze Munition. Einfach als Spaßverderber. Och Mann. Wow. Das macht den Sound kaputt. Wow. Okay. Was ist das für eine Waffe? Das ist die Skal. Die sollte ich mal nehmen. Die scheint auch nicht so zu verreißen. So. Und sofort F-Spammen. F-Spammen und runter wie nix. Und wenn's Wasser ist, egal. Sofort runter auf dem schnellsten Weg und dann Kamikaze. Banzai! Gib ihm! So, komme was da wolle. Ja, was ist das? Da ist einmal also gar nichts. Da ist ein Gebäude und das nehmen wir uns. Ist mir egal. Da circlen wir ein bisschen. Hauptsache es geht schnell. Und es ist natürlich wieder eine Scheune. Und wir gehen da rein. Und mit dem, was wir finden, laufen wir. Nein, wir laufen nicht Amok. Das ist nicht Amok laufen, weil hier ist das Setting ja ganz klar. Zack, aber das ist die ideale Waffe genau dafür. Als hätte ich es mir gewünscht. So, super. Aber noch was. Mündungsfeuerdämpfer. Oh ja, wir laufen leise Amok. Wir geben dem Ding ein Auto. Auch Granate. Denn Granate, Schmerzmittel. Wir nehmen es am besten mit F, weil alles andere geht gar nicht. Und rennen weiter. So. Zack. Und jetzt ganz cool schauen, ob wir jemanden finden, den wir erschießen können oder der uns erschießt. Eventuell schaffen wir es sogar, dass die Runde zu lange ist. Da hinten ist was. Wir rennen dahin. Ist doch egal. Irgendjemand muss doch hier sein. Oder habe ich jetzt durch einen doofen Zufall... Ja, wenn wir nicht sterben, muss ich weiterspielen. Klar, aber... Dann wird es ein bisschen länger, aber wie gesagt, die zwei Folgen machen wir heute und dann war es das. Amok, Kamikaze. Nicht Amok. Amok nicht. Amok ist ganz böse und hat mit dem, was wir hier machen, nichts zu tun. Weil dieser junge Mann... ist ja nicht lebensmüde und lebensunwillig oder hat Rachegedanken, sondern er will überleben. Der weiß. Zone? Ach komm. Ach gut, laufen wir in die Zone. Achso, dann will ich mal ganz schnell runter und dann gib ihm. Dann sind wir natürlich... Nee, Leute, komm. Selbst das geht nicht, ne? Ich will doch einfach nur sterben. Wir rennen jetzt einfach. So... 1,5 Minuten oder länger. Wir haben eine Mikro-Uzi. Mit voll Autofeuer. Praktisch keine Trefferchancen. Wenn wir auf die Ferne hin. Da ist ein Buggy, den schnappen wir uns. Und dann fahren wir ein bisschen Buggy. Oder ist da einer drin? Keiner drin. Nein, ich will nicht auf dem Rücksitz. Ich will fahren. Wir fahren jetzt möglichst nicht einbauen. Jawohl. Na gut, dann sperren wir mal so. Auch nicht schlecht. Ja, ich würde gerne. Das ist ganz typisch. Es soll heute nicht sein. Ach, eine rote Zone. Komm zu mir. Komm. 20 Sekunden habe ich noch zum Sterben. Jetzt komm her. Siehst du mal. Ist das nicht unfähig? Nicht mal zum Sterben ist der Mann in der Lage. Aha. Super. Ist da jemand? Da ist ein Auto. Nehmen wir das. Vielleicht wartet ja jemand drauf, dass ich den nehme und schießt auf mich.
Super, jetzt kommen wir auch noch in die Zone. Wir fahren jetzt einfach querfeld ein. Vielleicht wird das meine beste Runde bisher, weil ich einfach keine Zeit dafür habe. Naja, oder wir machen... Es läuft. Ja, damit schaffen wir das. Was schließen. Wow, knapp, aber oh. Yeah. I've got a Uzi, I think I'm gonna use it. Bisschen Vorsicht. Oh. Büsche schaffen wir, oder? Ja. Wow, schaffen wir das? Ja. Wir sind in der Zone. Wir fahren jetzt aber weiter, weil es gerade so Spaß macht. Irgendwohin, wo wir jetzt auch... Ja, ich überfahre Leute. Ich versuche Leute zu überfahren. Zum Beispiel hier. Genau. So. Hilfe, nicht so gut in der Zeit. Toll. Ist ja irgendjemand. Dann schieß mich doch aus dem Wagen raus, bitte. Weil ich einen Schuss höre, der in meine Richtung geht, dann... Ach Leute. Ach komm. Ist das doof ausgestorben? Nichts, niemand. War da schon jemand? Ach komm. So. Ist doch egal. Da steht das Ding. Vielleicht finden wir ja noch was Gutes. Oder halt eben unsere Nemesis. Ja, komm. Ah, gut, da ist noch was. Okay, bist du da? Nein, aber wir haben da ein... Was haben wir da? Ein Schnellwechselmagazin. Wir hatten vorher scherzeshalber sowas, das halt nannte sich schnell scheißer Hosen, aber nach ist egal. So. Aha. Siehst du mal? Warum? Ne, der hat die gleiche Waffe gehabt wie ich. Ich habe draufgehalten und habe 4 Punkte. Alles klar, ich verabschiede mich. Es war wieder nicht viel dabei, aber. Weiter geht's und ciao.